Ab in die Mitte, zurück an traditioneller Stelle, aber mit vielen neuen guten Sachen im Gepäck. Das Kongresscenter der Leipziger Messe war nach längerer Pause wieder Schauplatz für die Abschlussveranstaltung der City-Offensive Sachsen. Seither hat sich einiges getan. Mit viel mehr Preisgeld in diesem Jahr gab es auch viel mehr Preise zu vergeben. Ich grüße Sie ganz herzlich zur diesjährigen Abschlussveranstaltung des Wettbewerbs Ab in die Mitte, die City-Offensive Sachsen. Sehr geehrter Herr Geisenberger als Gastgeber des heutigen Tages, sehr geehrte Abgeordnete des Sächsischen Landtages, Herr Ritter und Herr Pallas, sehr geehrte Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der vielen sächsischen Kommunen, die sich an dem Wettbewerb regelmäßig beteiligen, kommen wir jetzt zum 19. Jahr zu der Preisverleihung. Ja, wir wollten unbedingt dabei sein bei den Kommunen, die sich beteiligen am Wettbewerb, weil der Wettbewerb ja schon Impulse setzt und Anschub leistet. Und insbesondere bei diesem Thema, wo alle darauf gehofft haben und endlich wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen, haben wir ganz schnell mit den Marketing-Experten, mit dem Gewerbeverein, mit der Bürgerschaft hier überlegt, in welche Richtung könnte es gehen, wo sind die Impulse richtig gesetzt und mit welchem Titel, mit welchem Thema könnten wir uns bewerben. So sind wir ganz schnell zueinander gekommen und haben dann gesagt, das Thema Fuß- und Radverkehr ist für uns ein Zukunftsprojekt. Die Verbindung der historischen Bauten, der Highlights hier in der Stadt, einfach zu zeigen, dass man nicht unbedingt mit dem Auto hier in die Innenstadt fahren muss. Meißen ist auch eine Fahrradstadt. Wir liegen am Elberadweg, dem beliebtesten Radweg Deutschlands, und haben jährlich viele Zehntausende Radler hier in der Stadt. In den letzten Jahren wurde schon viel getan, um Meißen für Radfahrerinnen und Radfahrer noch attraktiver zu machen. Wir haben im letzten Jahr zwei Fahrradfahrer-Rastplätze gebaut mit einer E-Bike-Aufladesäule, mit Servicestationen, mit Fahrradboxen. Und das hat das unser Baudezernat veranlasst, sich dieses Jahr um das Thema ganz intensiv zu kümmern, einen Wettbewerb für Ab in die Mitte einzureichen, um Fahrradfahren in Meißen noch beliebter zu machen. Vorgesehen ist, eine Porzellanterrasse als architektonisch-künstlerisches Objekt zu errichten. Sie soll in ihrer Gestalt optisch an die gegenüberliegende Fassade des Hauses Meißen der Porzellanmanufaktur anknüpfen. Die Terrasse wird sich in die Hänge des Böttgerparks einfügen. Eine Aussichtsebene lädt zum Verweilen ein und Schauvitrinen mit den Ausgangsrohstoffen Kaolin, Quarzsand und Feldspat zur Porzellanherstellung bieten Hintergrundwissen für Interessierte an.